Wir beschäftigen uns heute nochmal übungsweise mit dem Satz des Thales und wir wissen ja, Satz des Thales bedeutet, wenn ich hier einen Durchmesser in einen Kreis einmale, dann kann ich von den Endpunkten, wo der Durchmesser praktisch den Kreis geschnitten hat, kann ich von da aus irgendeinen Punkt suchen auf dem Kreis und kann demzufolge hier ein Dreieck malen. Und wir wissen auch, dass dieses Dreieck grundsätzlich rechtwinklig ist. Ganz egal wo. Das kann ich auch hier machen. Ich lege mir hier hinten einen Punkt fest. Wenn ich das, ja doch, einigermaßen so male, kann ich auch davon ausgehen, hier habe ich einen rechten Winkel. Und so weiter und so fort. Das bloß mal als Einführung. Umgekehrt kann man auch sagen, wenn ich gedacht habe, ein rechtwinkliges Dreieck zu malen, man sieht schon, das sieht nicht so aus. Dann kann ich Folgendes machen. Dann kann ich mir hier die Mitte suchen, ne, das mache ich mit dem Zirkel. Hier einstechen, hier ein Zirkelkreischen, muss ein bisschen mehr über die Mitte rüber gehen, mit der gleichen Zirkelspanne hier und kann die Strecke teilen und kann mir einen Mittelpunkt suchen. Hier, von dem Mittelpunkt ausgehend, nehme ich eine neue Zirkelspanne, nämlich von hier bis hier und male einen Kreis. Und wenn dann, aua, und wenn dann der gemalte Kreis, ich habe jetzt hier leider keinen Zirkel, mit dem Tablet geht das nicht so. Und wenn der Punkt hier oben, mein Punkt C, meistens sagt man ja ABC, ne? Wenn dann C genau auf dem Kreis liegt, dann habe ich wirklich einen rechten Winkel hier oben. Wenn nicht, dann klappt es nicht. Das heißt also, wenn der Kreis größer gewesen wäre, wenn praktisch der Punkt C nicht auf diesem Kreis liegt, dann habe ich kein rechtwinkliges Dreieck erwischt. Das war das Dumme dabei. So, jetzt gehen wir nochmal an diesen Thaleskreis in der Weise. Und zwar machen wir ein Experimentchen. Na, ja. Ein Experimentchen. Malt dann mal mit dem Zirkel einen Kreis. Ich zeige mal, worum es geht. Und zwar, wenn wir das dann haben, machen wir mal aus diesem Ganzen eine Uhr. Und zwar fangen wir an, das kennt ihr. Ich nehme diese Zirkelspanne, mit der ich auch den Kreis gemalt habe, lege mir einen Punkt fest, am besten schön in der Mitte ganz oben, den obersten Punkt, und macht dann mit dem gleichen Radius hier solche Markierungen. Bastelt euch mal dann hier ein Stechen, hier eine Markierung, hier ein Stechen, hier eine Markierung, hier ein Stechen, hier eine Markierung. Nochmal gucken, ob das klappt. Und wenn ich getroffen habe, habe ich es ganz richtig sauber gemacht. Macht das mal. Bis dahin. So, wenn wir hieraus eine Uhr herstellen wollen, dann hätten wir hier zwar die 12, aber das wäre dann die 2. Und das wäre die 4, das wäre die 6, das wäre schon die 8, das wäre die 10. Wir wollen aber auch die Zwischenzahlen haben. Jetzt haben wir diskutiert, wie könnte man das machen. Jetzt haben wir verschiedene Varianten. Lässt sich jetzt hier auf dem Tablet schlecht darstellen. Also deswegen, ich mache mal die Kreise jetzt schon rein. Oder die Zwischenpunkte. Und dann hätten wir unsere Uhr einstweilen fertig. Das ist bei mir jetzt hier nicht so genau wie bei euch. Macht ihr das mal schnell auf die verschiedene Variante, wie ihr dazu kommen wollt. Macht mal schnell noch die Zwischenzahlen, sodass wir auch eine 1, eine 3, eine 5 und so weiter haben. Diese Punkte, die kann man wie folgt ermitteln, indem ich jetzt mit dem Zirkel hier einsteche. Na, das wäre jetzt von Punkt 12, hier bei der 12 zum Beispiel, bis zur 2. Hier einsteche, hier rum, aber nicht so weit, nicht ganz so weit wie ich den Radius genommen habe, sondern ein bisschen mehr als die Mitte. Hier einen Kreisbogen schlage, mit der gleichen Zirkelspanne hier einsteche, einen Kreisbogen schlage und dann vom Mittelpunkt aus, hier ist der Mittelpunkt, hier drüber peile und mir dann auch den Punkt festlege. Das würde genauso gehen. Das hat hier sogar ziemlich gut geklappt. Dann habe ich auch die Mitte. Auch das geht. Also das muss man mit dem Zirkel ein bisschen üben. Mit dem Zirkel umgehen können heißt, dass man ganz schön viel anstellen kann. Moment. Wir machen mal folgendes Experiment. Ich behaupte, dass wenn ich, ach, verschiedenfarbig, sage ich es mal, dass wenn ich den Punkt 9 und den Punkt 3 verbinde und auch mit Punkt 12 verbinde, ich hier oben einen rechten Winkel habe. Einverstanden? Gut. Was gibt es noch für Varianten? Jetzt haben wir mehrere Punkte rausgearbeitet. Und zwar, wir hatten gesagt, 9 verbinde ich mit 6 und mit 3. Und habe hier auch einen rechten Winkel. Okay.
Den rechten Winkel, den können wir mal weglassen. Jetzt gab es noch die andere Variante und ich glaube, die deckt sich damit, wenn ich nämlich die 12, die 9 und die 6 wähle, ob ich das nur so rum mache. Auch da hat es geklappt. Bis dann, klar. Andere Farbe nehmen. Jetzt schnappe ich mir mal Punkt 9 und 10. Wie geht's weiter? 9, 3, 10, na klar. 9. 3 lasse ich jetzt mal, da haben wir schon eine blaue Linie. 10. Welchen noch? Punkt 9, Punkt 4 und 3. Ob das geht? Wo ist dann der rechte Winkel? Wenn ich hier die Linie 9 mit der 4 verbinde und dann mit der 3, wo ist jetzt der rechte Winkel? Wo ist der rechte Winkel? Na, hier in der 4. Frage. Jetzt kommt die große Frage. Wenn ich das jetzt eben gemacht habe, was kann ich dann im Punkt 10, im Punkt 9, im Punkt 4 und im Punkt 3 zu diesen Winkeln sagen und warum? Alle gleich groß und wie groß? Wenn ich hier einen rechten Winkel habe und hier einen rechten Winkel, dann müssen die anderen wie groß sein? 90 Grad. Auch 90 Grad, klar. Genau das Gleiche. Jetzt möchte ich noch ein bisschen extremeres Dreieck haben. Gucken wir uns mal an, was wir noch machen können. Weil von diesen roten, die wir jetzt haben, können wir zig solche Vierecke malen. Beziehungsweise eigentlich sind es ja Dreiecke. Halbe Vierecke, ne? Welche noch ein bisschen aus allem bisherigen herausragend? Was kann man noch bauen? Ja, genau. Hier muss ein rechter Winkel sein. Hier oben in der 11 muss ein rechter Winkel sein. Weil ja eigentlich, und jetzt sieht man, wie schlecht ich mit der Skizze gearbeitet habe, weil ja eigentlich von 7 bis zur 1 eigentlich ein Durchmesser gebildet war. Ganz genau, wunderbar. Jetzt kam ein Vorschlag, wir nehmen mal das Dreieck 7, 5 und 12. Lässt sich hier irgendwo ein rechter Winkel ersehen? Das nicht, aber wie bezeichnet man dieses Dreieck 7, 5 und 12? Wie sagt man dazu, das ist was für ein Dreieck? Ganz genau, das ist ein gleichschenkliches Dreieck. Da jetzt aber keiner von diesen dunkelgrünen Linien durch den Mittelpunkt geht, ne, haben wir Pech gehabt. Das geht nicht. Gibt es noch eine andere Variante? Außer rot, blau, hellgrün. Das sind so die Varianten. Vielleicht finden wir ja noch eins. Und jetzt kommt noch ein schönes Dreieck. 2, 6 und 10. Warum ist das so schön? Obwohl man vor lauter Linien schon gar nicht mehr sieht, beinahe. Weil jedes Mal der Abstand 4 Stunden ist. Ja, 4 Stunden, schön. Aber was hat das für Eigenschaften, dieses braune, dieses hier? Was ist das für ein Dreieck? Alle Winkel haben 60 Grad und demzufolge was mit den Seitenlängen? Alle gleich lang. Das ist ein sogenanntes gleichseitiges Dreieck, genau. Dieses ist gleichseitig, aber auf keinen Fall eben 90 Grad, sondern weil es gleichseitig ist, auch haben alle Winkel, alle Innenwinkel 60 Grad. Genau, wunderbar. Dann zeichne noch schnell ran. Das dunkelgrüne sieht dann so aus. Das ist ein gleichschenkliges. Und so weiter und so fort. Gut. Noch eine andere Frage. Und zwar, ich schnappe mir jetzt nochmal meine Uhr und füge die nochmal ein und mache sie mal ein bisschen kleiner, weil ich will auf was anderes hinaus. Frage. Von hier bis hier, wie groß ist der Winkel? Genau, das sind 30 Grad. Also dieser Winkel sind 30 Grad. Und das Schicke ist an der ganzen Geschichte, das kann man nachprüfen, wenn man sagt, 12 mal 30 sind nämlich 360 und dann habe ich einen Vollkreis. Jetzt nehmen wir mal an, es gäbe eine Uhr, die sähe so aus. Und zwar, die geht nicht bis 12, sondern wir wissen ja, der Tag hat 24 Stunden und ich mache das mal schnell. Also dann könnte ich hier oben ranschreiben, entweder 24 oder 0 Uhr. Und dementsprechend habe ich dann nicht 1, 2, 3, wie auf der normalen Uhr. Dann hätte ich hier eine Art 24-Stunden-Uhr. Die gebraucht aber kein Mensch. Das wissen wir. Aber wir können hier was anderes ablesen. Und zwar, wir wissen ja, die Erde dreht sich innerhalb von 24 Stunden einmal. Bezogen auf jetzt den Winkel, den wir eben gerade gehört haben, der ja hier 30 Grad ist, haben wir hier nur, klar, ne, 15 Grad. Was bedeutet das für die Sonne? In einer Stunde dreht sich die Erde um 15 Grad. Und das kann man direkt sehen,
Indem man zum Beispiel einen Stab irgendwo hinstellt, auf ein Blatt Papier, und sagt, wir gucken mal, wie der Schatten des Stabes fällt und machen da eine Markierung. Und wenn wir nach einer Stunde dann wiederkommen, dann müsste hier was sein, dann müsste genau, oh, was für ein Winkel? Genau, müssten 15 Grad sein. Das können wir dann ausprobieren, wenn es mal noch ein bisschen besser ist, aber heute werden wir jetzt erstmal an der Stelle Schluss machen und wir gehen in den physikalischen Teil. Wir werden uns also mit Optik beschäftigen. Meine Damen und Herren, danke für die Aufmerksamkeit. Das mal bloß nebenbei zu Thales, ne? So kann man überall anwenden. Also rechte Winkel basteln und nebenbei hatten wir ja noch andere Winkelarten und so weiter und so fort. Das Schöne an dem Ganzen war, ich konnte mit euch über 12, 1, 3, 4, 11 und 9 und 6 und sonst was reden und wir mussten uns nicht allzu lange mit Winkel A, B, C und sonst was abgeben, ne? Das war das Schöne. Merkt's euch, bleibt am Ball. Einpacken erstmal.